Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games on Playtime und gleichzeitig zu einem PC-Tech-Check von Shadow Warrior 2. Ja, ich und wahrscheinlich viele andere Leute da draußen auch haben sich auf diesen Shooter ziemlich gefreut, ganz einfach deswegen, weil wie das der erste Teil 2013 erschienen ist, das war so ein kleiner Überraschungstitel, war, wenn man es jetzt ganz hart sieht, eigentlich ein Indie-Titel. Niemand hatte den so richtig auf den Schirm. Dann ist eben der erste Teil erschienen und ich habe ihn geliebt. Und ich freue mich tierisch drüber, dass die Entwickler uns jetzt auch einen zweiten Teil spendiert haben. Ja, der steht nämlich seit Mitte Oktober, kann man sich den kaufen, genau gesagt, herunterladen, zum Beispiel über Steam oder GOG. Für alle Consoleros da draußen auch die Entwarnung, es soll Shadow Warrior 2 auch zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation 4 und Xbox One geben, aber vorerst ist es halt noch ein quasi PC-exklusiver Titel. Ja, worum geht es in Shadow Warrior 2? Wir schlüpfen natürlich wieder erneut in die Rolle von Luwank und ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel von der Handlung verraten, denn die ist wieder sehr interessant und witzig und auf der anderen Seite möchte ich da auch nicht zu viel spoilern, falls ihr vielleicht noch gar nicht den ersten Teil gespielt habt. Das solltet ihr auf jeden Fall auch, auf jeden Fall nachholen. Ja, ansonsten hat sich am eigentlichen Gameplay hat sich jetzt nicht viel verändert. Wir laufen nach wie vor durch die Gegend, hauen allerlei Monster, Dämonen und Cyborgs um. Ja, wer sich jetzt wundert, warum gerade in der Aufnahme so ein kurzer Hänger war vom Video, das lag tatsächlich noch am Nvidia-Treiber in Kombination mit dem Spiel, da gab es ein ganz kleines Problem. Ja, gelegentlich in Zwischensequenzen oder auch wenn man hier irgendwo in die Menüs reingegangen ist, gab es Probleme, da ist das Bild so ein bisschen eingefroren. Aber das ist mittlerweile behoben worden, ja, auch mit dem Patch, der vor einigen Tagen erschienen ist. Ja, wie gesagt, Luwank, wir kämpfen gegen Dämonen, gegen Cyborg-Ninjas und unser, ja, so ein bisschen, unser Ziel ist es zunächst, eine Person zu retten, auf die ich jetzt auch nicht näher eingehen möchte. Und dann geht halt der Shit wieder mal richtig los. Was mir sehr gut gefällt, es wird ja immer, also Shadow Warrior wurde ja immer so ein bisschen verglichen mit Serious Sam, was ich eigentlich nicht unbedingt nachvollziehen kann. Klar, das Spiel hat einen sehr derben Humor, aber im direkten Vergleich mit Serious Sam hat man hier tatsächlich eine Story, ja, die auch in, wie ich finde, recht gut gemachten Zwischensequenzen erzählt wird. Wir haben auch sehr gute Sprecher am Start und ja, das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, das Ende ist so ein bisschen unbefriedigend. Aber ja, das war auch fast zu erwarten, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich habe mir da jetzt nicht zu viel von der Story erwartet, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ansonsten, was macht Shadow Warrior eigentlich so extrem witzig? Das ist einfach dieses super flotte und ja, dieses super flotte und gleichzeitig smoothe Gameplay. Es ist einfach genau ein Shooter, wie ich mir vorstelle. Die Waffen machen das, was sie sollen, nämlich ordentlich Wumms. Und man hat auch wirklich die Waffen fühlen sich halt auch richtig an, ja, also man sieht es auch hier, der Revolver, der macht halt eigentlich, der macht einfach deutlich mehr Schaden, als jetzt zum Beispiel, wenn ich mit der Uzi oder mit einer kleinen Maschinenpistole herumheize, ja, dann gibt es halt auch noch für den Nahkampf zum Beispiel meine Katana, wo es dann auch unterschiedliche Versionen gibt und ihr seht es auch, der Gore-Gehalt ist ziemlich hoch, also da werden Löcher in Dämonen reingeschossen und Gliedmaßen abgetrennt, also es ist alles sehr wuchtig. Und fühlt sich halt richtig geil an, ja, ist halt einfach ein schöner Erwachsenen-Shooter und dazu kommt auch noch der extrem geile und derbe Humor. Viele, also es gibt ein paar da draußen, die ihn fast schon ein bisschen zu albern finden. Ich persönlich mag diesen Humor, weil er eben noch an der Grenze eben zu der Albernkeit ist. Ja, also er ist noch immer, man muss schmunzeln, aber er ist noch nicht so überdreht, dass man sagt, ach Gott, so ein bisschen Fremdschämen. Ja, also die Story ist in dem Fall, die Witze, Entschuldigung, sind wirklich sehr unterhaltsam. Ja, ich ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, die Kampagne, die ungefähr so je nach Spielstil so zwischen 10 und 13 Stunden dauert, ich würde eher sagen, 10 Stunden wird so der Durchschnitt sein, die kann man alleine zocken, aber auch mit bis zu 3 weiteren Freunden zum Beispiel. Das bleibt nämlich euch überlassen, ihr könnt nämlich sagen, ob ihr wollt, dass in eurer Partie irgendwelche Leute joinen, also so ein Hot
Seed-Feature, ja, rein raus, ja, wie man halt am liebsten das hat. Ja, beim Multiplayer, man kann das Ganze aber auch deaktivieren und sagen, nee, ich möchte nicht, dass hier Leute meine Partie, also meine Kampagne stören oder einsteigen. Und ansonsten kann ich natürlich auch Leute noch einladen, ja, also bis zu 3 Freunde, mit denen ich das zusammenzocke. Und ich empfehle euch auch, spielt Shadow Warrior mit mehreren Leuten. Es macht einfach in einer Gruppe noch mehr Spaß, selbst schon zu zweit macht es noch mehr Spaß, einfach wenn man hier gegen die ganzen Monsterhorden kämpft. Und natürlich die coolen Bossfights sind natürlich auch wieder mit am Start. Was ebenfalls wieder mit von der Partie ist, ist dieses extrem umfangreiche Waffenarsenal, das man schon auch so einen Vorgängerteil kennt. In Shadow Warrior 2 ist das natürlich nochmal üppiger. Insgesamt 70 verschiedene Bomben gibt es, darunter diverse Fernkampfwaffen halt, ja, hier Pistole, also verschiedene Pistolenarten, Raketenwerfer, Scharfschützengewehr, Maschinengewehr, Schrotflinte und so weiter und so fort. Und es gibt auch wieder natürlich Nahkampfwaffen. Ja. Also, und das Schöne ist, man kann auch wunderbar zwischen diesen beiden Waffen switchen. Das ist manchmal auch wichtig, ja, je nachdem, auf welchen Gegnertyp er trifft. Also die Gegner, das ist auch, was ich wiederum sehr angenehm finde, die Gegner-KI ist zwar nicht sehr clever, aber die Gegner sind abwechslungsreich gestaltet. Ich habe auch zwischen den quasi normalen Trash-Bossen, da habe ich dann, Trash-Gegner, Entschuldigung, habe ich auch immer wieder so quasi Elite-Gegner, die etwas knackiger sind, die manchmal auch so eine Spezialfertigkeit haben, zum Beispiel ein Schild, oder dass sie irgendwelche Klone von sich erzeugen. Auch das eine sehr coole Geschichte. Ich überspringe mal hier ganz kurz die Zwischensequenz, damit ihr noch ein bisschen vom Action-Gameplay seht. Ja, da sieht man eben auch hier diesen Techno-Konzern, der auch eine wichtige Rolle in Shadow Warrior 2 spielt. Und eine weitere Besonderheit auch von Shadow Warrior 2, die Level werden so ein bisschen random generiert. Ja, das kennt man so ein bisschen aus Diablo, ja, wo ja auch die Dungeons immer wieder neu konzipiert werden. Und das ist in Shadow Warrior 2 auch der Fall. Auch hier ist es so, dass also wenn man jetzt das Spiel von vorne wieder anfängt, dann sind die Level nicht gleich aufgebaut. Ja, also Gegner sind woanders. Auch die Levelstruktur kann sich verändern. Das ist jetzt nicht extrem, ja, das muss man ganz klar sagen, aber es erhöht definitiv den Wiederspielwert. Also es ist so, dass man tatsächlich Shadow Warrior auch problemlos ein zweites Mal spielen kann, ja, zum Beispiel eben mit einem Kumpel, und es ist nicht so, dass man sofort weiß, ja, da muss ich hinlaufen, da war der eine Gegner und dort ist das, ja, also das ist definitiv nicht der Fall, und auch das finde ich sehr cool. Und hier sieht man auch eben gerade den Einsatz von verschiedenen Waffen, ja, hier hat man eben da diese Cyborg-Ninja, die sich am besten hier mit der Katana erledigen lassen, und dann gibt es halt auch immer wieder diese Suchdrohnen, da sollte man dann vielleicht zu einer Fernkampfwaffe greifen. Ansonsten sind die Level wieder sehr linear. Man sieht auch oben hier so eine kleine Minikarte, die auch ein bisschen hilft, die Übersicht zu bewahren, was ich auch sehr gut finde. Aber ansonsten ist es eigentlich, sind die Level so aufgebaut, dass man dass alles sehr straight ist und man sich eigentlich nicht verlaufen kann. Ja, ich meine, ich hüpfe ja auch gerade so ein bisschen durch die Gegend, weil ich diese Karte suche, check dann aber auch, hey, Moment, da oben ist eine Karte, sollte ich vielleicht auch mal darauf gucken. Und dann spielt sich das eigentlich ganz einfach, und ihr seht ja auch so, die wichtigen Punkte werden auch immer wieder markiert. Ja, also Shadow Warrior 2, definitiv vom Gameplay her sehr, sehr gut, sehr, sehr launig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zu Recht gibt es auch dieses viele Lob von der Presse, aber auch von der Spielergemeinschaft. Nicht nur der erste Teil war eine Überraschung, der zweite Teil haben die Entwickler auch viele Fehler oder Probleme aus dem Vorgänger ausgebessert. Jetzt natürlich zum Thema Technik, ja, weil wir ja gesagt haben, PC-Tech-Check, ich will euch ja noch kurz erzählen, wie läuft das Spiel. Also vorweg gleich mal die Info, es kommt wieder die hauseigene Roadhog Engine zum Einsatz, die, wie auch schon im Vorgänger, aber hier jetzt in einer modifizierten oder besser gesagt verbesserten Version. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr positiv überrascht, also dass hier so eine hauseigene Engine, also es könnte jetzt genauso gut eine Unreal Engine sein, die sieht wirklich sehr gut aus, und vor allem es läuft auch butterweich, selbst auf etwas älteren Rechnern läuft das Spiel flüssig. Und was mir sehr gut gefällt, es gibt wieder sehr viele Grafikoptionen, ja, also überdurchschnittlich viel sogar, wenn man sich so mal anguckt, aber das ist generell eh auch so ein bisschen jetzt der Trend wieder, dass bei PC-Spielen, dass es einfach mehr Optionen gibt, ja, es gibt ja da leider auch immer wieder so Negativbeispiele, beispielsweise hier Mafia 3, ja, relativ wenig Grafikoptionen, die auch nicht viel bewirken, aber hier in Shadow Warrior 2 habe ich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, so dass ich das wirklich schön anpassen kann an das System. Aber wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel eine 79er drinnen habt, eine GeForce GTX 79, also schon eine Grafikkarte von der älteren Generation oder etwas älteren Generation, dann könnt ihr das Spiel auf maximalen Settings flüssig spielen, und mit flüssig meine ich auch wirklich über
60 Bilder pro Sekunde, denn bei einem Shooter ist es ja wichtig, dass man doch etwas höhere Frames hat. Und es gibt auch hier kein Frame-Lock oder so. Also man sieht auch, das Spiel wurde wirklich super optimiert für den PC. Also das ist jetzt kein Konsolenport. Im Gegenteil, die Konsolenversion kommen jetzt eben extra und das merkt man halt. Es läuft gut, ist flüssig und die Entwickler schauen auch, dass sie per Patch noch ein bisschen was optimieren und rausholen, der eben jetzt schon erschienen ist. Also, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und natürlich ist es auch wichtig, dass auch die Internetverbindung das Ganze gut läuft. Also, wenn man hier Multiplayer-Partie spielt, auch der Netzwerkcode, der funktioniert auch einwandfrei. Also, ich habe das zusammen mit einem Kumpel gezockt und der hat mir auf jeden Fall bestätigt, dass er jetzt keine Lags oder irgendwelche großen Verzögerungen gehabt hat. Das würde ich mal sagen. Ich habe jetzt eigentlich alles zu Shadow Warrior 2 gesagt, was es zu sagen gibt. Sehr launiger Shooter, technisch auch sehr sauber programmiert worden, das Ganze. Also von mir definitiv zwei Daumen nach oben auf beiden Seiten, Technik und vom Gameplay her. Was auch erfreulich ist, das Spiel ist jetzt auch noch immer kein Vollpreistitel. Also gibt es auch schon für etwas weniger Geld, eben zum Beispiel bei Steam oder GOG. Da könnt ihr euch anschauen. Da gibt es auch diverse Aktionen. Wenn ihr zum Beispiel schon den Vorgänger habt, ja, gibt es ein paar Prozent Rabatt auf Shadow Warrior 2. Also auch wie das sehr vorbildlich das Ganze gelöst von den Entwicklern. Das war's von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen zu Shadow Warrior 2 habt oder einfach mir schreiben wollt, wie euch das Spiel gefällt, einfach rein in die Kommentare damit. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.